Einen Hallöchen, einen herzlichen Willkommen zurück bei The Long of Dark. Genau, das ist eine durchgehende Aufnahme, weil ich nicht zur Hütte laufen konnte, wegen die Überlänge mit der Folge und so. Und ich kann ja mal gucken, was wir so haben. Wir haben also unsere eigene Schiefe gebaut, wir haben zu viel vom Tragen, weil wir ja, diese Bücher hier haben, die wirklich... Ich hätte das hier bringen, kann man ein bisschen hier Schokolade noch mal essen. So, ein kleines Schokoladechen hier. So. Jetzt können wir noch mal unsere Petroleumlampe noch mal auffüllen. Dann haben wir ein bisschen Licht. Ein bisschen Wasser noch mal trinken hier. Auch schon da gemündet. Also. Petroleum ist ja hier. Haben wir sogar zwei. Da können wir ja die hier könnten wir dann ja zerlegen. Tragen, zerlegen wir die mal. Aber ihr wisst. Hört ja keiner. Da hinten war leise. Ja so, haben wir zerlegt. Auffüllen. Und der Jagdgewehr. Unser Jagdgewehr. Jetzt geht gleich die Stimme weg. Ah, 7 Schüsse. Das freut mich schon wieder. Unheimlich. So, die könnten wir ja reparieren. Oh, brauchen wir auch Tannenholz. Okay, reparieren. Okay, brauchen wir Tannenholz. Haben wir leider nicht. Nee, nicht ablegen. Was ist denn da? Heb ich doch wieder auf. 77. Ja, dann zerlegen wir die mal. So. Jetzt müssen wir die ja nicht reparieren können. Ja, können wir. Ja, reparieren wir die nochmal eben. Okay, eine Stunde noch Tageslicht. Und wir sind immer noch zu schwer, um laufen zu können. Sonst waren wir hier komplett durch mit der Höhle. Und jetzt hinaus in der Kälte. Ist ein Wolf. Eine Stunde ist noch hell. Fällt mir hier noch was? Nee. Nee. Auch nicht hier hinter. Nee. Der Wolf. Dann gehen wir mit den Schienen mal weiter hier entlang. Vielleicht finden wir dann ja auch eine neue Map, die dazu kommt, weil die Map bekommen wir erst, wenn wir die Maps abgelaufen sind. Und das sieht gerade sehr gut aus, dass wir hier einen neuen Weg finden zur Schleuse reisen. Ja, wir sind ein neues Gebiet. Die Schlucht. Ja. Ich hoffe mal, dass das eine neue Map ist, eine neue Karte ist. Jetzt sind wir die Schlucht jetzt gelandet. Wir haben unseren Harpen gut jetzt sind ein bisschen da gelassen. Heißt also, wir müssen weiterhin noch was farmen und noch was einsammeln. Und jo. Oh, da ist ein Wasserfall. Cool. Cool, da gehen wir mal hin. Kann man hier runter? Ja, kann man. Okay, wir werden uns das brechen, aber das könnte man ja auch wieder
eigentlich auf Heile machen. Ja, oder auch nicht. Wasserfall. Ein Wasserfall. Und wir brechen einem Eis. Das wär's jetzt. Wir gehen zum Wasserfall und wir brechen hier ein. Also. Das wäre dann ja der Oberhammer und der Obergipfel von allen, wenn wir hier noch einbrechen würden. Also laufen wir mal einfach zurück den Weg. Ach, wir sind ein neues Gebiet. Ach, mich freut es unheimlich. Und es ist noch 9 Stunden noch übrig bis zur Dunkelheit. Oh ne, da kommt auch schon der Mond. Heißt also, wir müssen schleunigst hier irgendwo jetzt vielleicht eine Hütte finden. Ah, hinten rechts war noch ein Reh gewesen. Was ist da oben links? Da oben links war was Gutes gewesen. Da müssen wir nochmal hinkommen. Okay, im Waggon. Ein anderer Waggon. Aber hier scheint, dass wir da nicht reinkommen. Das ist eine Teilkanister. I could use this. Antibiotikum. Ein Landpaket. Oh ja, ja, 1700 Kalorien. Naja, es wird ja auch 2-Mann-Paket dann sein am Ende. Sonst? Ah. Ja, ja, ah. Erste Hilfe. Energieriegel. Kurz Orientierung verloren? Schräg kommt da schon. Kanister. Bisschen schwer, aber. Was haben wir hier? That'll come in handy. Dinner Wollpullover. Naja, nicht weggefiel. Eine Dose Kaffee. Pulver, wer weiß wie lange. Die hatten wir ja schon. Und jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Ich sehe nichts. Mal sagen. Übernachten wir jetzt hier drinnen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Oder ob wir jetzt eine Hütte suchen. Na, jetzt machen wir nochmal im Haus. Wo wir rausfinden. Auffüllen kann man nicht mehr tragen. Gibt nichts mehr. Und hinaus zu der Welt, hinaus. Wunderschön unsere Fußspuren sehen. Lange kein Wind kommt. Ah, ist mir alles Banane dann. Die Wölfchen in Ruhe lassen. Das ist mir ganz gerecht. Das ist okay, kann man nicht mal lang. Überladen, ich weiß, dass wir überladen sind. Das ist mir schon klar, dass wir überladen sind. Verzehren wir die gleich. Und verzerren wir auch wieder. Und haben wir wieder volle Energie. Und noch ein bisschen Durst. Ich hoffe mal, dass wir hier noch
zu essen finden. Was zu essen finden. Einen Schlafplatz finden. Dunkel ist okay. Wind. Okay, 10. Hey. Oh, Wärmebonus plus 12. Boah, uns geht's richtig gut. Uns geht's richtig gut. Okay, oben ist eine Brücke. Kann ich da jetzt auf lang? Ja, kann man. Bin ich schon lang gegangen? Ja, ich bin schon lang gegangen. Man kann es an den Fußspuren sehen, wo man lang gegangen ist. Und auch noch mal was für hinten ist. Scheint es aber nichts zu geben. Okay, da kann man nicht lang. Wieder. Da müssen wir wieder nach unten. Oder wir laufen einfach die Schienen einfach in GR. Wir laufen einfach die Schienen mal in GR. Laufen die Schienen mal in GR. Sind die Schienen abgeblieben? Laufen die Schienen mal einfach entgegen. Ich weiß, dass wir überladen sind. Das ist schon ganz klar, dass wir überladen sind. Okay, dann übernachten wir mal hier drinnen. Als Notfall müssen wir uns so begnügen. Genau. So, dann schlagen wir mal unseren Zelt hier mal aus. Platzieren wir den mal. Ungültiger Standpunkt, okay. Okay, also hier draußen müsste es eigentlich auch noch gehen. Wo, wo vor der... Ja, so, ja, so muss das gehen. Ein kleines Feuerchen. Dann schauen wir mal hier. Oder da, oder kann man das hier auch draußen liegen? Ah, schönes Ding. Aber das machen wir diesmal mit Brandbeschleuniger. Haben wir 3 Stück. Röhrchen können wir nutzen. Oh, nehmen wir die ganz einfachen Feuerchen machen. Ah, ist das schön warm. Haben wir unser Trolliumlampe wieder. Entfernt? Ja, haben wir. Haben wir noch zum Zünden? Na, noch ein Buch, ne? Ach, hinzu. Boah, rein damit. Zündhölzer haben wir noch. Hinzu. Gibt's einen leckeren Kaffee. Ach, wir brauchen noch Wasser. Sagen wir mal einen Liter. Wir können wissen, wie ihr das macht ohne Topf, aber naja. Solange es geht, soll mir das recht sein. Es wird doch schon wieder windig draußen. So, nach 45 Minuten machen wir einen schönen Kaffee. Das ist schon wieder windig draußen. Kalt. Oh, Liga, unser Kräuter Tee müssen wir mal machen. Ich kann kaum meine eigene Stimme hören, weil das hier zu laut ist. Oh, dann werden wir uns dann
Kaffee mal trinken. Oh, so laut. Oh, unser Kaffee. Was ist unser Kaffee? Nee, das ist unser Kaffee. Ah, ja, Sonntag. Kaffee. Trinken wir den. Ah, wie christlich. Trinken wir wieder unseren Tee, so wie immer. Oder so wie gewollt oder gehabt. Natürlich auch mal unseren. Okay, dann kein Durst mehr. Dann nehmen wir Trockenfleisch. Auch wieder gemundet. Okay, wir haben uns gestärkt, wir sind erschöpft und da würde ich mal sagen, legen wir uns hier hin, einmal zurück, 7 Stunden bis zur Dunkelheit. Okay, ich würde mal sagen, machen wir mal 8 Stunden. Einmal ausruhen in der Dunkelheit. Oh. Ich hoffe, wir überleben das. Spiel wird gespeichert. Wir haben glatte. Wir haben glatte 6 Tage überlebt. Draußen ist ein wunderschönes Wetter. Und da würde ich nur noch sagen. Bleibt ihr mal bei diesem Kanal. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Die Long of Dark. Und oh, passt auf, wenn ihr rausgeht. Eventuell kann der Winter noch mal einbrechen. Es kann so kalt werden, wie es gerade bei uns war. In ein virtuelles Level, beziehungsweise virtuelle Welt. Da war es genauso kalt. Und da wünsche ich euch eine angenehme Nacht, angenehme Morgen, angenehme Tag. Oder wann ihr euch anschaut. Und sage, bis zum nächsten Mal.